Ja, also als sie sich der Statue von hinten genähert hat, dachte sie erst, es wäre ein Mann, aber dann, als sie zu der Statue hochschaut, erkennt sie, ja, es ist Lindegard, natürlich, wer sonst? Und dann kniet sie sich vor der Statue nieder und fängt an zu beten. Nicht laut, aber inbrünstig. Raja, Herrin der Morgen- und der Abendröte. Die Dämonendiener haben den Schwester deiner, den Garten deiner Schwester Perrine geschändet. Darum rufe ich Rahandra, die Sturmlöwin, an. Und so bitte ich dich, verleihe meinen Worten Nachdruck, auf dass sie nicht ungehört verhallen. Rahandra, steh uns bei. Verteidige diesen Ort gegen Xerans unbesiegbare Legion von Jakmonit. Und richte deinen Zorn gegen jede unheilige Kreatur, die es wagt, ihren Fuß auf diesen Boden zu setzen. Und dann würfle ich mal meine Liturgie. Erdmann gesellt sich zu dir, kniet an den Füßen der heiligen Lindegard. Das muss ein Zeichen der Göttin sein, ein Zeichen der Prophezeiung. Währenddessen nimmt Abel mir den Krug, füllt ihn mit Wasser und läuft. Was passiert dir? Ich renne los und bin noch etwas irritiert ob dieses infernalischen Heulens und erwarte jeden Moment, dass ein Legionär durch das Untergestrüpp durchbricht und stolper kurz über eine freiliegende Wurzel, kann mich aber noch abfangen und ja, tunkle dann halt die erste Ecke meines Kreises mit diesem Wasser und hier, Isarun, nimm! Mach schnell! Ja, Isarun übernimmt und läuft los. Sie sieht dann zwischen den Büschen einige Legionäre suchend umherblicken und wirft sich der Länge nach auf den Boden. Er ist von den Stiefelabdrücken ganz matschig geworden. Das ist ihr aber völlig egal in dem Moment. Sie wartet dann ab, späht zwischen den Wurzeln und dürren Ästen der Sträucher hindurch, dass sich die Füße der Legionäre wieder entfernen, und läuft dann zur nächsten Stelle, um weiterzumachen. Irgendwann kannst du erkennen, wie Rafim vor dir auftaucht. Du weißt nicht genau, wo er hergekommen ist. Du siehst noch, wie das Rascheln von Mira durch die Blätter durchbricht. Und kurz bevor du den Krug noch einmal folterst, kannst du ihm geben, du bist außer Atem. Ja, Rafim nimmt den Krug in die Hand. Oh, so, Mira, jetzt sprint und rennt dann los. Rafim geht es hauptsächlich darum, Weite zu schaffen. Also Rafim rennt so weit, wie er kann, so schnell, wie er kann. Währenddessen, Boltax, Jalan hat sämtliche Aufmerksamkeit auf euch gelenkt. Und wenn du stirbst, dann wirst du in die Niederhöllen einfahren. Währenddessen wächst die Wand aus Erz vor dir hoch. Das Feuer lodert heiß um euch herum. Jalan, das Feuer. Wir müssen ins Innere, in das Bassin. Komm! Vielleicht lasse mich. Boltax scheint den Plan zu haben. Ich lasse mich da einfach verbal zumindest mitziehen und flüstere einfach nur wieder: Darado, hilf uns, Darado, hilf uns, Darado, hilf uns. Es Und brandet bin mir der es Weisheit dieses brandet gegen die Plans Wand aus gar nicht mehr so Erz. sicher. Du kannst Kreischen hören, heulen, aus nichtmenschlichen Stimmen. Das sind keine Jugendlichen, das sind keine Kinder. Und sie suchen nach einem Eingang. Die Luft um euch herum ist unerträglich heiß, weitere Balken, die runterstürzen. Ihr verliert beide 3W6 Ausdauerpunkte. Der Qualm, der euch die Bewusstlosigkeit versucht auszutreiben, mit einem letzten Oh, Sprung easy. lasst ihr euch in die Quellen sinken. Und so sitzt ihr dort und wartet und wartet. Ja, dann, wenn sie gleich kommen, dann machen wir Folgendes. Ich löse meinen letzten Zauber aus, verlangsame sie vielleicht ein bisschen. Und dann nehmen wir den Weg durch Sumus Leib. Weg in Oh, ja, Daxera. bitte. Direkt hinter Xeran und erstechen ihn von hinten. Na? Oh ja, Götter seien mir gnädig. Was denn? Ja, Du nein, überlegst noch, es. ob es klug ist, durch ein Unheiligtum zu transmorphen. Da siehst du, wie auf den rußigen Balken oben drei, vier Kinder auftauchen, die euch mit hasserfüllten Augen anblicken, als würden sie direkt von Xeran euch erblicken. Und dann mit letzter Kraft kann Rafim den letzten Rest Wasser ausschütten. Der Kreis ist geschlossen. Die Feinde vor Boltax und Jarlan sind nah und das Ende steht euch bevor. Doch dann
fängt der Boden an zu glänzen. Funken, die aus der Quelle austreten und ja, sich über den gesamten Parainetempel legen. Schnell steigen sie in die Luft und verbreiten einen dichten Nebel. Die Zulamin, du kannst Leatmon neben dir immer noch beten hören, der kaut am Boden. Aber du kannst ihn kaum noch erkennen in dem dichten Nebel. Binnen weniger Augenblicke hat er sich gebildet und dann ein lautes Kreischen, schrill, hoch, markerschütternd, wie Kreidestücke auf einer Schiefertafel. Steigert sich zu einer irren Kakophonie, der Klang, der euch betäubt, der euch zu Boden taumeln lässt, weiße Flecken, die euch vor den Augen tanzen und dann verliert ihr den Sinn für jede Balance. Die Erde kippt. Jemand zieht euch den Boden unter den Füßen weg. Immer noch das Gebet von Leatmon, was mittlerweile auch die anderen hören können, auch wenn sie nicht mehr neben euch stehen. Irgendwo im Garten, wo ihr verteilt seid. Nur noch das Gebet von Leatmon. Ihr schmeckt das Gras in euren Mündern. Ihr liegt auf dem Boden, doch der Nebel ist weg. Doch dieses unerträgliche Geräusch ist weg. Leatmon ist verstummt. Ihr riecht es. Bäume, die blühen, die sprießen. Frühling, Sommer, Herbst, alles gleichzeitig. Wenn Boltax sich nach oben windet, gemeinsam mit Janan, ihr könnt erkennen, wie dort, wo eben noch 3-4 Kinder standen, jetzt Bäume nach oben gewachsen sind, mitten auf den Ruinen. Kleberis Harz tropft ihn aus dem dampfenden, hölzernen Stamm. Aus dem Inneren wird das Dämonische herausgetrieben. Sie verlieren Form und Gestalt, legen alles Menschliche ab, da sind nur noch die dunkle, feste Borke. Äste, die wachsen, Blätter, die sprießen, aus der Baumkrone steigt Dampf aus, schmale Fähnchen, die in Richtung Himmel streben. Die gnadenvolle Göttin hat die gepeinigten Seelen erlöst. Sumus Wille und Perines Beitrag. Oh, ihr Götter, noch am Leben, noch am Leben, noch am Leben. Ich habe doch gesagt, wir sterben nicht. Ich war mir einen Moment lang nicht sicher. So. Wollen wir uns um Xeran kümmern? Ja. Ich bin mir... Ich glaube... Ja. Dann darf ich euch dazu einladen, mir zu folgen. Ja! Naja. Ich klammere mich an Boltax an, als wollte ich sie zertrümmern. Ja, dann würde ich den Weg durch Sumus Leib wählen mit einer Person, die mich begleitet. Das kostet mich dann insgesamt 21 ASP. Ich würfel pro forma mal, kann ja eine Doppel-20 sein. Das ist nicht der Fall, dann gelingt das. Ja, ich würde die Geister von Erz und Humus bitten, uns direkt hinter Xeran auszuspucken. Kein Unheiligtum, zumindest nicht mehr. Das hat sich verändert. Normalerweise könntest du sonst wo landen, du erinnerst dich zurück an Wahrung, doch mittlerweile ist es wieder heiliger Boden. Durch die Tat von Abelmir, Zulamin, Isarun und Rafim, die gerade genug Zeit für euch rausgeholt haben. Ihr steht vor einer verkrümmten Gestalt, bucklig, faltig. Sein Hals ist von Altersflecken übersät, seine Augen bluten, er ist runzlig. Der Unersättliche, der dich mit hasserfüllten Augen anblickt. 12 Stück. Aber ihr steht vor dem Richtigen. Ja, dann nehme ich meinen Dolch und steche ihn ab. Dann ganz so, als hättet ihr, unersättlicher Xeran, endgültig zu viel abgebissen. Boltax sticht zu, wieder und wieder und wieder. Ich lasse mich hinter ihm erschöpft zu Boden sinken. Ich habe keine Hände, ich habe keine Waffe. Ich habe alles getan, was ich konnte. Die Illusionen lösen sich auf und ihr könnt sehen, wie er dort vor euch ausblutet. Ein alter Mann, von seinen Pakten gebeugt. Finsteres Lachen, was aus den Niederhöllen ankündigt, dass seine Seele gezogen wird. Währenddessen könnt ihr sehen, wie Zulamin, Abelmir, Isarun, Rafim gemeinsam mit Leatmon wieder auf euch zukommen. Nachdem sie durch den ganzen Park gerannt sind, nass geschwitzt. Aber auch an ihnen kleben frische, neue Blüten und Pereine. Oh, Pereine sei Dank. Ach, euch geht es gut. Oh, Eure Heiligkeit, ihr wisst ja gar nicht, was passiert ist.
Ja, dann erzähl doch, was passiert ist. Also ich bin umgefallen und dann ist alles gewachsen. Du siehst, wie ja, der unersättliche Xeran vor ihnen am Boden liegt. Boltax hat eingestochen, wieder und wieder. Rote Flecken, die sich ausbreiten aus seiner Robe. Und dann löst sich einer der Ringe auf. Einer der Ringe von Xeran, die an seine Hand tritt. Einer von vielen. Isarun schreit, springt zurück. Ja, ich würde tun, wie Isarun uns geheißen. Auf meinem Hintern sitzend krieche ich über diesen Kiesweg irgendwie so schnell nach hinten, wie ich kann. Deckung! Ja, ich stelle mich vor Liatmon und versuche, mit ihm gemeinsam wegzukommen. Er versucht selber so ein bisschen von euch wegzukrabbeln. Mittlerweile haben sich wohl die Wunden wieder verschlossen und er kriecht ein weiteres Mal. Fort, ihr Fex! Eine kleine Kuppel, ein Schild, der durchsichtig flimmert, legt sich um ihn. Fast wie ein Guardiano. Ja! Rafim! Rafim! Packt ihn! Ich würde einmal auftocken und meinen letzten Zauber aus dem Stab lösen. Der Stillstand. Und auch den kann ich 7 Meter von mir entfernt platzieren und würde ihn gerne um Xeran herum platzieren, sodass er das Zentrum des Stillstandes ist. Das habe ich mir natürlich auch den Stab extra eingetragen. Ihre Erschwernis und wir schauen mal. Das gelingt gerade so. Ja, du siehst, du tockst den Stab auf den Boden und mit einem hämischen Grinsen willst du ihn einfrieren. Da löst sich ein weiterer Ring auf, ein anderer Kristall, der da wohl aus und wieder einmal zerfällt er zu Staub. Du willst versuchen, wieder zu helfen, irgendetwas anderes, einen weiteren Zauber, eine weitere Astralkraft, aber du kannst dich nicht bewegen, Boltax. Du bist gefangen in deiner eigenen Stillstandszone. Das ist egal, weil die Stillstandszone mich nicht betrifft. Also selbst wenn ich sie betrete, auch wenn der Zauber auf mich zurückgeworfen wird. Der Geode ist explizit davon ausgenommen. In Vercano. Ist trotzdem dein eigener Zauber. Ist trotzdem mein Zauber. Entsprechend gehe ich einfach ganz entspannt aus der Stillstandszone raus. Ist es der eigene Zauber? Du wirst doch auch von einem Ignifaxius selber getroffen. Ja. Ja, ja. Aber dein Ignifaxius macht ja an dir Schaden. Und hat nicht. Es heißt nicht, der Ignifaxius kann am Anwender keinen Schaden machen. Genau. Okay. Es ist genauso wie eine Dunkelheit. Ein zurückgeworfener Dunkelheit könnte er auch noch durchsehen jetzt. Okay. Ist Leertmann hier? Leertmann steht neben euch, ja, ja. Wann bist du ich Xeran jetzt? Boltax, du willst die Matrix beugen und merkst dann wohl auch, wie der Stillstand zurückgefedert wird. Du streifst ihn einfach nur ab, kannst dich wieder bewegen und lächelst wieder grimmig. Ja, als nächstes kommt der Psst auf Xeran. Ich mache mich währenddessen auf die Beine, greife irgendwie den Krug aus. Leert man uns Rafims Händen, wie auch immer. Und gib mir das Zeug nach ihm? Was? Den Krug? Ja, also ich werfe ihn jetzt nicht. Der Krug ist leer. Oh, ich dachte, er wird nie leer. Nee, die haben immer wieder aufgefüllt. Wie viel MR hat Xeran denn? 18. Ja, gut, schaffe ich nicht natürlich. Ich hab's ja nicht erzwungen. Ich scheitere dann einfach an der MR. Kannst du nachträglich erzwingen? Nein, ich bin kein Druide. Okay. Was nicht Max-Erschwernis 21? Ja. Wie ist das dann gescheitert? Das kann nicht scheitern. Kann ich scheitern? Also ich kann, aber nicht mit 18. Du hast dann halt jetzt einen Punkt über. Okay. Was auch immer dir das bringt. Ja, dann ist... Er reißt seinen Mund auf, du kannst seine gespaltene Zunge sehen und verflucht dich zwar wohl, aber man kann es nicht mehr hören. So. Jetzt ist er erstmal still. Tu jemand was! Diese Stimme geht mir unglaublich auf die Nerven. Ja, Rafi würde seinen Zweihänder in die Hand nehmen auf diesen Käfig oder was auch immer er da erschaffen hat, zugehen und anfangen, darauf einzuschlagen. Du schlägst zu und schlägst und schlägst. Währenddessen wird wohl seine Robe selber ein bisschen glühen und leuchten und du kannst sehen, wie sich durch diese Kuppel oder in diese Kuppel auf den Sand ein Heptagramm legt. Währenddessen mit einem Splittern zerbürst der Fortifex.
Naja, ich möchte ihn natürlich sofort weiter angreifen. Also damit höre ich natürlich nicht auf. Du schlägst dein Schwert in seinen Kopf, spaltest ihn und das ist aus. Auf dir. Ich umarme ihn. Zera, nicht auf ihm. Er stinkt, er ist widerlich alt. Nach Blut, nach Unwasser. Und nach falschem Gold. Wenn er noch lebt, wir töten ihn jetzt mit bereinigen, gefälliger Güte. Ich umarme ihn so. Fängt an zu glühen, während du ihn umarmst. Ja. Weitere Ringe, die kaputt gehen, du lässt nicht los. Ihr könnt alle herantreten und ihm Stück für Stück die Artefakte, die er gebunden hat, zerstören. Ein Gardianum, der aufplatzt, ein Armatrotz, der kaputt geht. Weitere Balsam-Artefakte. Und dann liegt der alte Mann tot vor euch. Ihr habt gesiegt. Der Unersättliche ist vergangen. Oh, ihr Götter. Ja, er hat bekommen, was er verdient hat. Denke, dass das nun endlich war? Er hat lange gekämpft. Die... Oh, Herr Heiligkeit. Ihr hättet es sehen müssen. Die Legionäre, sie sind... Ich bin mir nicht sicher, was sie sind. Bäume? Herr Reiner hat uns erhört. Wir haben so etwas schon einmal gesehen. Mhm. Wir können ja glücklich schätzen. Ein zweites Wunder lebt so um der Pereine. Also, ich will hier nicht meckern, aber ich rieche furchtbar nach Xeran. Ich gehe mich mal baden. Ich denke, das haben wir uns alle verdient. Also, ich will jetzt ja niemanden unter Druck setzen, aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie das bei der Burg gelaufen ist, ob die noch Hilfe brauchen. Es ist vorbei. Xeran ist tot, es ist vorbei. Naja, aber das wissen seine Untertanen ja nicht zwangsweise. Schaut doch mal nach oben. Seht ihr noch dieses Leuchtfeuer? Das Leuchtfeuer ist wohl ehemals aufgestiegen aus dem Pereine-Tempel. Mittlerweile ist es vergangen. Und wenn ihr in den Wind lauscht, die Seeadler schießen nicht mehr, die Zyklopen schießen nicht mehr. Alles ist still. Es riecht nur noch nach dem Gras, nach Frühling, nach Pereine. Hört auf euer Gefühl. Ich bin sicher, es ist gut gegangen. Die Belagerung wurde zurückgeschlagen. Zum allerletzten Mal. Ein neuer Tag bricht an. Golden erstrecken sich die Strahlen der Praia-Scheibe über den Horizont. Ihr habt es geschafft. Xeran ist besiegt. Die heiligen Quellen sind gerettet. Die Verteidiger haben einige Verluste erlitten, doch es herrscht Zuversicht. Die Belagerer Girtes Haufen haben noch in der Nacht ein Hasenpanier ergriffen. Ilsu ist endlich frei. Am Morgen mit den ersten Strahlen des Tages versammeln sich die Verteidiger der Stadt im Park der Ruhr, dem Ort des nächtlichen Wunders. Isalinde, die Hochgeweihte des Pereine-Tempels, ist tot. Das Haus der barmherzigen Göttin niedergebrannt. Schwarz verkohlte Wände ragen aus den Trümmern auf. Doch hier, vor der Ruine, nehmen die Ilsucher Aufstellung für den bevorstehenden Gottesdienst. Euch gebührt ein Ehrenplatz, gleich vorne an der Seite. Statalion tritt Leertmund Freisaub nach vorne und steigt auf die verkohlten Balken, damit ihn jeder sehen kann. Tapfere Bürger Ilsurs, Waffengefährten, viele Jahre habt ihr unerschrocken mit einer beeindruckenden Selbstaufopferung die Freiheit dieser Stadt verteidigt. Ihr habt die heiligen Quellen mit eurem Leben, mit eurem Leib, mit eurer Seele beschützt und sie vor dem gierigen Zugriff der Feinde bewahrt. Dafür gebührt euch mein Dank und ganz besonders der Dank der Kirche. Die Nacht, der Morgen soll uns allen unvergessen bleiben. In der Stunde höchster Not stand uns die milde Göttin bei. In ihrer allmächtigen Weisheit hat sie uns zusammengeführt zu einem Schicksalsbund und zur Einsicht geschenkt, die Geheimnisse ihrer Göttlichkeit. Seht diese Bäume. Wundersam wachsen sie aus dem Boden. Jeder von ihnen steht für eine erlöste Seele, die den Weg in die 12 göttlichen Paradiese gefunden hat, nach Jahren der Qual. Wie wundersam ist Pereines Macht, die so etwas vollbringen mag. Der Tod war gestern unter uns. Wir haben Freunde verloren, geliebte Menschen, die ihr Leben aufgegeben haben, um den Mächten der Niederhölle die Stirn zu bieten. Ihr Vermächtnis wird unsere Zukunft sein. Ihr Tod soll nicht vergebend sein, sondern Samen tragen und sich vermehren.
Wer für die Göttin gestorben ist, den erwartet der ewige Garten Parainis, das Paradies. Das Haus der Göttin liegt in Trümmern, doch es ist nur ein weltliches Haus. Die Götter haben in Ilsur in der letzten Nacht, in dem Morgen, eine Heimat gefunden. Sie sind hier unter uns, sie wohnen in unseren Herzen. Und dieses Haus werden die Mächte der Finsternis nie zerschmettern, denn es ist aus unserem Glauben errichtet. Bauen wir der Mutter Perina ein neues Haus, zum Dank für ihre Gnade, und laden wir Gäste ein, auf dass sie es alle schauen können, welche Wunder sich hier eingeeignet haben. Dieser Tempel soll all jenen eine Heimat werden, die in der Tradition der Mutter Perina leben. Hier in Ilsur und überall sonst in Aventurien. Kein Feld ist so dürr, dass man es nicht wässern kann. So wie der Krug der heiligen Lindegard den Menschen das lebenswichtige Wasser brachte, so wird die Gemeinschaft der barmherzigen Mutter dem tobrischen Land Leben spenden. Die Störche werden kommen und sie werden hier nisten. Der junge Lehrmann ist wie ausgewechselt. Vor wenigen Wochen war er noch ein scheuer, unsicherer Jüngling. Jetzt trägt er so wichtige Worte mit fester Stimme und klarem Blick vor. Der Schößling ist über Nacht in der Morgendämmerung zu einem kräftigen Baum herangewachsen. Knuffere Femini-Rippen, das ist alles euer Training. Ja, der Linke. Psst. Flemin lächelt breit. Ich glaube an ihn. Er wird Ilso wieder aufbauen und das Land heilen. Ja, ganz bestimmt. Die Zeit vergeht. Ihr könnt euch zurückziehen, euch von den Strapazen erholen und 2-3 Tage noch in den Ruinen herumsuchen. Klüppstein, alle Aufwartungen, die sie dann haben, werden sie euch und dem jungen Lehrmann geben. Ihr könnt natürlich auch im Garten übernachten, euch wieder erholen, zu Kräften kommen. Ja, ich würde ganz gerne in den Quellen baden und mir schön einen Ilmblattstängel genehmigen, während ich lange und ausführlich eine rituelle Reinigung in den Quellen durchführen, weil ich mich nach der ganzen Sache mit Xeran doch etwas schmutzig fühle. Ein Teil deiner Seele ist wohl zurückgeblieben im Goldenen Haus, aber das, was du hier erlebt hast, war das Perainis Werk. Du bist zwar Sumu so oft so nah, aber das war etwas ganz Besonderes. Und während du so dort in den heiligen Quellen sitzt, fühlst du dich erleichtert, erholt? Das tut gut. Nun steht nur noch eine Sache an. Mein Versprechen dem grauen Mann gegenüber. Wie ich das nur angehe. Afim ist sicher auf meiner Seite. Aber wie kriege ich die anderen dazu? Hast du eine Idee? Die Frage stellt Voltax im Wasser, das sich hier sprudelnd erhebt. Er lauscht den Blasen, die langsam an die Oberfläche kommen, nickt dann wieder. Nun gut, schauen wir mal. Vielleicht klappt es ja, wenn du meinst. Ja. Dann steigt er irgendwann entspannt und erholt und etwas lethargisch durch das Ilmenblatt wieder aus dem Wasser, trocknet sich langsam ab und genießt die leichte Brise, die ihn umweht. Lust wandelt noch etwas im Garten, bevor er sich wieder zu den anderen begibt. Derweil bei Zulamin. Was magst du tun in den nächsten Tagen? Zulamin würde auf jeden Fall sehr viel Zeit in den Gärten verbringen. Er hat ja schon gehört, dass es da auch die Rosen gibt. Und insbesondere der Statue der heiligen Lindegard würde sie öfter mal einen Besuch abstatten. Und naja, über diese eher meditativen Sachen hinaus versucht sie, Leatmon nach Kräften beiseite zu stehen. Denn das ist ja jetzt sein Tempel. Und naja, es muss auch wieder sowas wie ein Alltagsbetrieb hier einkehren. Und ja, da versucht sie ihn so gut zu unterstützen, wie es nur eben geht. Aber mir. Ja, ich würde natürlich, nachdem Xeran von dann geschieden ist, gucken,
was noch von ihm übrig geblieben ist, auf jeden Fall seinen Stab in ein Tuch einschlagen, als Beweis für seinen Tod. Nicht, dass die Schwarze Gilde oder bestimmte Paktier behaupten können, er lebt noch. Und den Stab dann in Sicherheit bringen, in meine Verwahrung. Unter Versorgung, dass diese Überreste und alle seine restlichen Bestandteile, zerstörten Artefakte verbrannt werden und ins Meer geschüttet werden. Rafim, was magst du tun? Rafim würde einerseits durch die Festung streiten und mal sich nach den anderen Söldnern schauen, ob es denen allen gut geht. Naja, was man so tut. Und ich würde mir auch gerne mal das Lager der Belagerer anschauen, nachdem die jetzt geflohen sind. Also ich würde mal durch ihre Reihen schreiten und ehrlich gesagt möchte ich herausfinden, wie qualifiziert die Leute hier waren. Wirklich nicht so qualifiziert. Ihr hattet ja schon gehört, dass es xeranische Resttruppen waren, die in Ilsoa stationiert waren. Du kannst deine Borberat-Kapelle gemeinsam mit Isero niederbrennen. Eine Villa von einem der Bürgermeister bzw. der Kommandeurin Gerte Sargnagel. Viele, viele Informationen findet ihr nicht. Wir haben versucht, noch während sie geflohen sind, dann einiges zu verbrennen, aber Hauptsache, die Borberat-Kapelle wurde dann mitgenommen von euch. Die Belagerung von Ilso ist auf alle Fälle gebrochen. Alan. Nachdem er sich sich am ersten Abend nicht nehmen lassen wird, zusammen mit Rafim und jedem, der gewillt ist, die nächste Kneipe auseinanderzunehmen und sich erstmal abzuschießen, wird Yalan die nächsten Tage damit verbringen, wechselweise zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang entweder in den Ruinen des Praios-Tempels oder auf der Hafenmauer zu sitzen und entweder seinen Göttern zu danken oder sich bei ihnen zu beschweren. Ein wenig darüber nachzudenken, was er nun eigentlich tut. Ja, auch du wurdest deinem Schicksal beraubt. Ein einfacher Rachefeldzug. Eigentlich war es Urlaub in Fasar bei Zulamin. Dann Xeran und das Ende durch den merkwürdigen, goldhändigen Paktierer, den du ersetzt hast. Dann hat Xeran dir deinen eigenen Arm, deine Hand genommen. Und jetzt stehst du wieder ganz am Anfang. Ein Ritter mit einem kleinen Gut, einer Frau, zwei Kindern. Ohne Aufgabe. Paktierer sind tot. Alles, was bleibt, ist das Aufziehen der Kinder. Praios brauchst du nicht mehr. Fex brauchst du nicht mehr. Deine Geschichte ist zu Ende. Iserun. Ja, ich werde mich mit Rafim und wahrscheinlich auch Talion von Donnerbach viel darum kümmern, wie jetzt im Moment die militärische Lage der Stadt aussieht. Also den Belagerungsring besichtigen, gucken, ob es da noch was gibt, eben diese Borberat-Kapelle niederbrennen und mich dann gemeinsam mit Talion von Donnerbach daran machen, einen Bericht für die Kaiserin zu schreiben, den ich ihr dann überbringen werde. Und zwischendurch versuche ich auch noch Zeit zu finden, in den niedergebrannten Pereine-Tempel zu gehen und dort mein Schwert zu suchen. Du wirst es finden. Das Erbstück, was du von dem Heldenschmied angefertigt bekommen hast. Sendurium gefertigt? Yalan gegeben, der es missbrauchte, obwohl er nur noch eine Hand hatte, aber man kann es sicherlich neu weihen lassen. Auch Talion, der Rondra-Geweihte, wird es dir so mitgeben und dir deine Hoffnung dann geben, oder die Befürchtung zerstreuen durch den hinterhältigen Angriff, den Yalan von der Seite oder von dem Rücken geführt hat in den ehemaligen Oberst. Auch wenn er kein Paktierer war, aber wohl ein Psychopath, ein Verräter. Der Bericht für die Kaiserin wird geschrieben und nach 2 Tagen könnt ihr erkennen, wie ein großes weiteres Schiff anläuft. Ein Schiff, was ihr noch nicht gesehen habt, aber doch wohl mit mittelreichischer Flagge. An Bord nicht nur Just, der Totengräber, sondern auch jemand Wohlbekanntes, den ihr aber noch nicht getroffen habt. Deirdre Nisadrin, die Tochter von Rateral Sanin, die mit dem Stern von Beilung einläuft und Neuigkeiten aus der Heimat bringt. Beziehungsweise auch eine weitere Überfahrt. So, einige Tage später,
sitzt ihr nach getaner Arbeit, abgeschlossenen Protokollen, Gebeten wieder zusammen in dem Besprechungsraum. Neben euch der Rondra-Geweihte, natürlich auch Radral Sanin, Just der Totengräber und der Irdre. Natürlich ist auch Leatmon dabei, der jetzt, auch wenn er noch sehr jung ist, trotzdem wohl einiges an Verantwortung trägt. Also na, jetzt ist... Oh, fang an. Ich will dich nicht stören, Bruder. Erzähl. Ja, ich wollte nur sagen, jetzt wo die Kröte tot ist, wie werden wir diese ganzen Archen los? Boltax, ja, wir müssen uns darum kümmern. Genau, das ist wichtig. Das denke ich auch. Ich habe gesagt, das mache ich noch diesen Urlaub. Das ist eine gute Urlaubsbeschäftigung. Habe ich auch gedacht. Ihr seid wahrlich verrückt. Aber wenn ihr mal einen Hafen braucht, Ilsur soll euer sein. Ihr werdet uns immer als Helden willkommen. Ah, oh, das ist sehr nett. Vielen Dank. Ihr braucht einen Experten für Archen. Ja, ohne wird schwierig, denke ich auch. Nun, ich stelle euch gerne mal das zur Verfügung. Oh, das wusste ich doch, dass du mich nicht sterben lässt. Oh. Ja gut, aber damit kann ja eigentlich schon gar nichts mehr schief gehen. Ja, dann was gut und recht ist, darf ich es mir verdienen, endlich nach Hause zu kehren und dort mein Leben auszuleben. Und blickt Jalan bitter auf seinen Stumpf herab, der auf dem Tisch liegt. Dies muss nicht so bleiben. Aber jetzt ist es zu spät, Abelmir. Jetzt werde ich garantiert nicht aufhören, bis auch der letzte von ihnen tot ist. Oder ich, je nachdem. Außerdem, ich kann euch doch nicht alleine mit euch mit denen da rausfahren lassen, um ihnen zu erklären, wie Archen funktionieren. Ihr seid alle in 3 Monaten tot. Moment, ich will nicht auf eine Arche gehen. Also, das bitte nicht. Nein, Boltax, wir kaufen uns ein Schiff, ein schönes in Al-Anfa. Hat irgendwer eine ganze Menge Geld übrig, Abelmir? Nun, wie werden wir das auftreiben, denke ich? Ich kenne ein paar Leute in Festum. Oh, wunderbar. Also, wenn wir 5, 6, 10 Jahre warten, kann ich den Hochkönig sicherlich fragen, ob er uns ein schönes Schiff zimmert oder mauert. Das ist schon so lang dauert mein Urlaub nicht, Boltax, also. Oh. Das müssten wir jetzt schon bald machen. Ja, oder die Mada Basari. Schließlich haben sie auch ein Interesse daran, dass im Perlenmeer wieder gefahrlos Handel möglich ist. Während ihr Pläne für die Zukunft macht, bei Effert, möchte ich euch Nachricht aus der Heimat überbringen. Iserun, werte Hofmager, die Kaiserin verlangt nach euch. Oh, natürlich. Ich werde ihm so schnell wie möglich nachkommen. Wann wollt ihr denn wieder ablegen in heimatliche Gefilde? Nun, im Gegensatz zu meinem Vater werde ich Perikum noch ansteuern können. Wir werden hoffentlich keine Archen treffen. Zumindest auf dem Weg hierhin hatten wir wenig Kontakt. Irgendetwas werden sie wohl planen, aber darum werden sich dann vielleicht die anderen kümmern. Die Kaiserin verlangt nach euch, da sie wieder ihren Herzog durch die Städte beginnen mag. Die Wildermark ruft wohl. Sie sucht nach einigen Helden, die gewillt sind, das Ganze wieder zurückzuerobern. Ihr sollt dabei Rat und Tat zur Seite stehen. Nun, dem Willen meiner Kaiserin will ich natürlich gerne nachkommen. Wenn ihr es erlaubt, würde ich gerne auf der Stern von Beilung nach Perikum segeln mit euch. Es wäre mir eine Ehre. Bei Effert. Oh, heißt das Abschied nehmen? Nun, ihr habt es gehört, die Kaiserin verlangt nach mir. Ich kann nicht einfach so auf dem Meer herumschippern und irgendwelche Archen jagen. Es gibt noch unglaublich viel zu tun. Boltax, weißt du eigentlich, wie viel es noch zu tun gibt? Weißt du, wie es aussieht im ehemaligen Dapazien? Iserun, neben Trasmagena wird auch immer ein Platz für dich sein, wenn du magst. Ach, ich weiß. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Vielen Dank. Aber die junge Kaiserin, sie hat schon recht. Mein Platz ist an ihrer Seite. Trasmagena hat dir auch den Rücken gekehrt. Wir hatten euch in Kunja meine Hängematte frei. Sehr nett. Sagt einfach Bescheid. Für euch werden wir immer einen Hafen finden, Iserun. Für euch legen wir sogar ein Perikum an. Das wird wohl nicht nötig sein. Es sei denn, ich rede vielleicht mal ein Wörtchen mit jemandem. Oh, aber Iserun, wenn ihr ohnehin wieder zur Kaiserin geht, dann könnt ihr Jalans Frau ja auch gleich sagen, dass es etwas länger im Urlaub dauert. Was das angeht, Kapitän, ja, wenn ihr geneigt wird, würde ich doch gern mit euch nach Perikum übersetzen. Selbstverständlich. Ihr seid ein Held und habt einen guten Leumund bei meinem Vater. Verlasst ihr uns nun doch?
Ich mag mein Leben hinter mir lassen wollen, aber ich werde es nicht können, ohne wenigstens Rede und Antwort gestanden zu haben. Ich mag zwar offiziell für die Perlenmeerflotte segeln, doch ich kann nicht für die Admiralität sprechen. Ihr werdet weiter in Imperikum gesucht, mein Herr. Gebt mir ein Boot, lasst mich Richtung Kaltenhafen raus. Ich tue das gerne. Ich wollte euch nur darauf hinweisen. Danke sehr, ich bin mir dessen bewusst. Aber Sie suchen doch einen Mann mit goldener Hand, nicht einen Einarmigen. Und wenn ich mich nicht irre, suchen Sie einen Einäugigen. Wo ich gerade bei der Admiralität bin, es gibt Neuigkeiten. Rodan von Mendena ist gestorben. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie, aber seine Nachfolge wird wohl mittlerweile arrangiert. Aber er ist tot. Und verzeiht, wenn ich Boron nun keine 12 silbernen Taler dafür spenden werde. Nun, eure Geschichte habe ich gehört. Ich kann das verstehen, dass sie ihm nicht hinterher weint. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass die Admiralität eine neue Führung bekommt. Besucht werdet ihr weiterhin. Bin mir sicher, ja, Roland, du baust doch nur Scheiße, wenn wir nicht dabei sind. Ich bin mir sicher, wenn eines Tages ihre aller 12 göttlichste Magnifizenz das Reich wieder geeint hat, wird auch diese Sache sich klären lassen. Bis dahin leben wir damit. Gut. Abelmeier, sagtet ihr, könnt ihr ein paar Dinge drehen, was Geld oder Schiffe angeht? Nun, ich könnte meine Beziehung spielen lassen, ja. Nun, wenn ich sowieso... Isorun, wir haben eine ähnlich gleiche Strecke. Ich werde euch wohl fürs Garrett begleiten und dort bei den Störrömern einmal nachhaken. Vielleicht. Vielleicht gibt es dort ja etwas. Und zu der Minen. Ihr als Aranierin kommt wohl in Madabasari am besten zurecht. Wir müssen noch unseren Auftrag erledigen, den Zogern. Durchgestatten. Dann schlage ich vor, wir treffen uns alle in einigen Wochen in Zogern wieder. Ein guter Plan. Und ich schlage vor, dass ihr bis dorthin alle eure Angelegenheiten geregelt habt. Nur für den Fall der Fälle. Ich werde dich vermissen, Isarun. Nun, ich bin ja nicht aus der Welt. Wenn ihr mich besuchen wollt, ich bin in Garrett. Oder, naja, vielleicht auch auf der Fahrt. Aber nicht weit von Garrett entfernt. Habt ihr nicht so eine Villa? Rafim hat davon erzählt. Hat doch eine Villa in Garrett. Eine sehr schöne, da ist ein kleiner Chorschrein im Keller, da ist immer sehr viel los. Ich glaube, er spricht von Isaruns Villa, nicht von unserer Villa, Rafim. Oh. Nein, Rafim hat immer von eurer Villa erzählt, die mit dem Chorschrein, mit der Kampfarena. Ja. Und deine komischen Kristalle. Villa, Isarun? Die Kristalle, die du züchtest. Ja, direkt neben dem Kampfschrein. Wir haben uns den Keller schön ausgebaut, weil das auch immer die gemütlichsten Räume im ganzen Haus sind. Ich würde sehr gerne mal einen Keks probieren. Fitwe Putz, die kocht das doch immer, oder? Ja. Und wir haben einen Gärtner. Wartet mal. Isaru, du hast eine zweite Villa. Ich habe eine eigene Villa, ja. Na, ich hätte doch Hofmager werden sollen, ich wusste es. Ich dachte, das Gebäude gehörte der Familie Itzcock. Nein, dieses Gebäude nicht. Es wurde allerdings während des Jahres des Feuers ein wenig beschädigt und musste neu aufgebaut werden. Und die ehemaligen Besitzer nun, sie haben es leider nicht geschafft. Aber mir, Rafim hat erzählt, du wirst jetzt auch Hofmager? Nein, ich werde keine Hofmager. Aber du hast doch diese Zettel geschrieben. Ja, den Zettel hat er geschrieben. Ja. Diesen Archenzettel. Ja, ihr meint das Buch. Deine Magierarbeit. Mit den vielen Wörtern. In der Tat. Ich muss sie nur noch einreichen. Oh, ihr müsst mich unbedingt einen Blick darauf werfen lassen. Und mich erst. Ich bin nicht sicher, ob euch der Inhalt dieses Werkes gefallen wird, aber ich stelle euch gerne eine Expertise zur Verfügung, eine Kopie, wenn ihr wollt. Wo publiziert ihr denn? Ich habe gehört, Belhanka hat wunderbare Druckereien. Ich werde doch dieses Werk nicht in einer profanen Druckerei vorstellen. Sorgon hat auch Drucker. Ja. Es ist ein Unikat. Da darf er doch nicht hin. Nun, jetzt schon. Wieder. Wie auch immer, ich werde dieses Werk nicht profanisieren. Dafür ist es nicht da. Es gehört in fachliche Hände. Aber Mir, du hast doch auch gesagt, dass du eine Verlobte in Sorgon hast, oder nicht? Kannst du die jetzt heiraten? Ja. Dass ihr es nicht wagt, eine Hochzeit zu feiern, bevor ich dort bin. Nun, ich werde es ihr probieren einzureden, aber ihr müsst euch schon etwas beeilen. Nehmen wir sie doch mit aufs Schiff.
Ich habe Nein, gehört, das, auf keinen das, Fall nehmen wir sie auf das Schiff. Ich werde meine Verlobte noch nicht gefährden. Aber dass man verheiratet werden kann von einem Kapitän, ist das denn wahr? Ja, das stimmt. Weil er fragt, ja, das stimmt. Das ich ist. Ich denke nicht, dass sie das würden wollte. Wir besprechen das in Zorgern. Sag mal, Rafin, was machst du jetzt in den Wochen? Gehst du in die Berge? Du hast doch von den Trollzackern erzählt. Holst du die? Ach ja. Wir brauchen doch noch Sturmbesatzung, oder? Wenn ihr wollt. Ich hab da 50 Männer und Frauen, die haben gegen schwarze Drachen für mich gekämpft, die Stürmer und Parchen. Und Boltax ist der Schamane von denen. Ja, genau. Ich komme mit und dann bastel ich erstmal meine Rüstung aus den Schuppen von dieser Drachenschildkröte. Oh, Boltax, das wird so ein toller Ausflug. Oh, ich freue mich schon. Ja. Oh, Tsunami, das wird doch schön. Oder treffen wir uns alle wieder. Oh, ich freue mich schon. Ich denke, wir müssen wohl in Zukunft ein wissender Blick in Richtung Rataralsanin nehmen, was wir kriegen können an Besatzung. Währenddessen wird Just euch zunicken. Wenn ihr etwas braucht, dann Tobrien. Der Widerstand sitzt überall. Die Passage kennt ihr. Kommuniziert mit uns. Wir werden antworten. Wer weiß. Vielleicht sehen wir auf unseren Reisen eines Tages wirklich endlich einen Schlaflosen und können euch davon berichten. Er nickt grimmig. Nun gut. Ihr da zu tun. Mögen die Götter mit euch sein. Und wenn wir uns alsbald alle Welt wiedersehen. Und diese Runen. Man sagt zwar, dass der einzige Unterschied zwischen den Kabinettskammern der Kaiserin und ihrem Kerker die besseren Polster seien, aber nun, seht ab und zu nach dem Haus für uns. Gewiss, ich denke, das wird sich einrichten lassen. Ja, meine Kristalle müssten mittlerweile richtige Form angenommen haben. Also wenn ihr einen wollt, sucht euch einen schönen aus. Ich habe aber mir auch schon einen versprochen. Und wirtschaftet das Reich nicht zugrunde, während wir weg sind. Und Glück an Sabo und deine Tochter. Und passt auf die Kaiserin auf. Das ist meine Aufgabe. Bei Abitoste. Bei den Man und Moon.